Kinder sind großartig, aber sie zu erziehen? Immer muss ich, alles soll. Dass du von außen da reinstecken willst, das bleibt gar nicht haften. Das geht da rein und da raus. Und da lehnen die sich eher gegen auf. Und dabei meinen wir es doch so gut mit ihnen. Sie sollen alle Chancen haben im Leben und am besten immer zufrieden sein. Ist doch nicht zu viel verlangt. Mach das, was dir Freude macht. Mach nur das, was dir Spaß macht. Das ist ja nur eine Fassade. Wir leben in einer Spaßgesellschaft, solange man es sich leisten kann. Aber dahinter haben wir eine beinharte Steigerungsgesellschaft und Erfolgsgesellschaft. Und so landen alle im Spagat. Wir Eltern wollen alles richtig machen, verantwortungsbewusst sein und dabei natürlich richtig gut aussehen. Und die Kinder sollen gefälligst glücklich sein und Leistung zeigen, so wie in Südkorea. Und zwar freiwillig. Zumindest behaupten die das dort. Eigentlich kein Wunder, dass Erziehung überfordert. Waren deine Eltern konsequent mit dir? Ja, schon. Aber ich bin ein Mensch, der lässt sich nicht gern unterordnen. Also es fiel mir damals schon sehr schwer. Also ich habe dann ordentlich auf den Putz gehauen. Dieser Leistungsdruck, die wie ein Pest da ist, das bringt sehr, sehr viele Schicksale um. Erwachsene und Kinder. Und unsere Gesellschaft ist krank geworden. Ein neuer Erziehungskompass muss her. Wenn wir nicht wollen, dass lauter selbstverliebte Wesen im Selfie-Modus die Welt von morgen bevölkern, dann brauchen Eltern heute dringend Orientierung. Wie gelingt Erziehung? Worauf kommt's eigentlich an? In dieser Sendung suchen wir einen Ausweg aus der Erziehungskrise. Alles soll. Jetzt lass mich doch auch endlich mal etwas wollen. Mann. Erster Ausweg. Gar nichts machen, gar nicht erziehen. Das klingt, als ob man erst gar nicht versuchen würde, seine Kinder fit fürs Leben zu machen. Aber vielleicht täusche ich mich da. Familie Weisgerber jedenfalls lebt die Antipädagogik. Wir haben keine Regeln, nein. Regeln finde ich auch irgendwie für uns zu unflexibel. Also wir gucken eigentlich immer so, wir lassen es halt laufen. Wir lassen es halt organisch laufen, ja. Das würde mir nie einfallen, da irgendwie zu intervenieren oder das irgendwie zu steuern. Ne? Also die essen, wenn sie hungrig sind, die trinken, wenn sie durstig sind und sie essen und trinken halt nicht, wenn sie das nicht sind. Und dasselbe gilt zum Beispiel für mich auch für Schlaf. Ne? Wir Menschen, wir sind die einzige Spezies auf dieser ganzen Welt, die ihre Kinder weckt. Das würde mir nie einfallen, meine Kinder zu wecken. Was ist nur, wenn die Kids mal in die Schule kommen? Aber vielleicht werden sie das ja auch gar nicht. Denn bei den Weisgerbers entscheiden die Kinder selbst. Ob sie Zähne putzen, wann sie ins Bett gehen oder ob sie gleich die Nacht vor dem Fernseher verbringen. Aber oh Wunder, auch ohne permanentes Du sollst, du sollst, du sollst, Lomi und Mel machen trotzdem mit. Naja, fast immer. Nein, Freundin. Das kann echt böse wehtun. Die Antipädagogen halten ihre Kinder zwar noch nicht für gleichwertig, schließlich fehle ihnen die Erfahrung, aber für gleichwürdig. Und das sei ein Unterschied zur anti-autoritären Erziehung. Da wüsste man sehr wohl, wie Kinder sich entwickeln sollen. Steffi lehnt Erziehung ganz ab. Erziehen ist ja immer, erziehen heißt ja, ich finde mein Kind nicht okay, so wie es ist, sondern ich möchte, dass es irgendwie wird. Ich möchte ja, dass es irgendwie sich in eine andere Richtung entwickelt. Und das ist ja für mich der springende Punkt. Und das ist ja auch das, wo die Antipädagogik drauf abzielt. Dass man einfach sagt, du bist okay, wie du bist. Ist Erziehung sonst Manipulation? Ja, Erziehung ist Manipulation. In meinem Begriffsverständnis ja. Ich weiß natürlich, dass die meisten Menschen das so nicht gebrauchen, den Begriff. Aber im Grunde, wie der eigentlich definiert ist, heißt Erziehung eigentlich, du sollst anders werden, als wir glauben, dass du von Natur aus eigentlich bist. Wobei ein Kind natürlich auch nicht alles hat zu Anfang. Werte vermitteln heißt doch auch Erziehen, nicht unbedingt manipulieren. Ist das nicht einfach natürlich wachsen? Sich an anderen orientieren und sich an seiner Umwelt orientieren und darin halt einfach gedeihen und irgendwie die Sachen, die man sowieso schon mitbringt, darin halt zur Entfaltung bringen? Aber die Umwelt bietet natürlich Gutes und Schlechtes und wir wollen ja, dass die Kinder das Gute mitnehmen. Ja, aber die sind ja nicht doof. Ich glaube, die suchen sich halt von selber eigentlich schon die Sachen raus, die ihnen nützlich sind. Da bin ich ganz fest überzeugt. Und ist nützlich dann der Maßstab?
Oder was ist das Ziel denn von Erziehung? Was soll da rauskommen? Ganz genau, das ist ein guter Punkt. Ich habe gar keinen Anspruch, dass da irgendwas rauskommen soll. Den habe ich einfach schlicht nicht. So, die sind okay, wie sie sind, und was aus ihnen wird, das werden die. Und ne? Ich freue mich, wenn sie mich mitgestalten lassen, aber ich erhebe da keinen Anspruch drauf. Aber das machen sie sowieso, sie lassen dich eh mitgestalten. Ne? Antipädagogik heißt, sein Leben nach den Kindern auszurichten. Das kostet Zeit, aber spart Konflikte. Wobei Kinder ja eh Zeitfresser sind, also vielleicht lässt sich von den Antipädagogen lernen, wie man Stress aus der Erziehung nimmt. Auf in die Toskana zu einer Forscherin, die jeder Menge gestresster Eltern begegnet und die rabenschwarz sieht für die Zukunft. Eltern würden nicht mehr erziehen, meint sie, sondern seien nur noch Wünscheerfüller. Sie ist Psychotherapeutin, bildet Erziehungsberater aus und schreibt hier in der Toskana ihre Bücher. Sie sprechen ja von ganz katastrophalen Zuständen sogar. Also, was heißt denn, in was für einer Krise ist denn Erziehung heutzutage? In einer existenziellen. Denn es ist eigentlich die Erziehungsverweigerung durch die Eltern, den Kindern gegenüber. Die Eltern verweigern den Kindern die Erziehung unter dem Titel, dass sie selber unter Druck sind, durch die Gesellschaft, die sagt, sonst bist du repressiv, unterdrückend, die Freiheit und die Selbstentwicklung deines Kindes zerstörend. Und haben alle Angst davor. Und dann delegieren sie in Wirklichkeit verdeckt die Verantwortung ans Kind und sagen, na, was willst denn du, mein Schatz? Ja? Und haben Angst. Wer ist denn schuld an so einer Entwicklung? Die Gesellschaft als solche. Nicht die Eltern? Die Gesellschaft. Die Eltern sind nur die Steigbügelhalter für das Ganze. Ja? Die Eltern sind ja auch Teil der Gesellschaft. Natürlich Eltern, die eben nicht das tun, was Eltern tun müssen, nämlich Eltern zu sein, ja? Sondern die stattdessen lieber Freunde ihrer Kinder sind oder die einfach nicht sozusagen ihre Aufgabe, Führung für diese Kinder zu nehmen, übernehmen, sondern die einfach sich an Benchmarks orientieren, die sind natürlich auch mitverantwortlich für die Misere. Aber natürlich muss man das ein Stückchen weiter sehen. Eine Gesellschaft, die die Phase Kindheit kommerzialisiert, die behandelt ihre Kinder nicht kinderfreundlich. Die gibt ihren Kindern keine Chance, artgerecht aufzuwachsen einfach. Viele Milliarden Euro fließen in Spielsachen, zu wenig Energie in die Beziehung zu den Kindern, meint Leibovici. Jedes fünfte Kind würde um seine Erziehung betrogen. Und das bringt uns alle in Schwierigkeiten. Ist es heute wirklich schlechter als früher? Gefährlicher. Gefährlicher ist es für die Zukunft. Das heißt, die Gesellschaft morgen wird gar nicht mehr funktionieren? Oder welche Folgen also sehen Sie da? Die Folgen, die ich sehe, wenn es unbeeinflusst so weitergeht, ja, sind, dass wir ein ziemliches Heer von jungen Menschen haben werden, die leicht frustrierbar sind, wenig Durchhaltevermögen haben, stark dann zu zurückziehen neigen und einfach dann auf der Ebene von Transferleistungsbeziehern stecken bleiben. Ja. Und das ist natürlich auch volkswirtschaftlich eine Thematik, die man überlegen muss. Puh, Frau Professor, starker Tobak. Die Gesellschaft fährt gegen die Wand, weil sie Kinder zu Konsumenten macht, Eltern nicht führen wollen oder können und immer nachgeben. Und prompt landen die süßen Kleinen in Hartz IV als selbstverliebte, unselbstständige Narzissten. Da fühlt man sich ja noch mehr unter Druck mit seiner Erziehungsverantwortung. Schiefgehen kann Erziehung aus vielerlei Gründen, zum Beispiel bei Jan. Mit 13 häufen sich die Verweise am Gymnasium, die Eltern sind überfordert, am Ende muss er ins Heim. Doch auch dort kommt er nicht in die Spur. Er muss mehrfach wechseln, jetzt lebt er in einer Don Bosco Wohngruppe. Ich war früher auch ziemlich unzufrieden mit mir selbst und so, weil ich wurde in der Schule immer ausgeschlossen, also auch gemobbt, beleidigt, geschlagen. Also ich habe meistens geschlagen, dann also habe mich gewehrt oder habe, ja. Wenn es mir halt gereicht hat, habe ich zugeschlagen. Okay, nein. 2 Kochlöffel zusammen ergeben nicht gleich Salatbesteck. Okay. Normal hat man, das ist ein Teil und das der andere. Das, meine Freunde, ist ein Salatbesteck.
Ja, und dann hat es in der Schule nicht geklappt. Zu Hause, wir haben uns ständig angeschrien. Es gab auch Momente, da bin ich komplett ausgeflippt, hab dann die Türen zugeknallt, hab manchmal auch meinen Frust dann an meinen kleinen Bruder ausgelassen. Ja. Und es ging halt so nicht mehr weiter. Okay, Mittagessen, wer spricht? Tischgebet. Ich. Gut. Ja, danke für Speis und Trank. Amen. Amen. Ja, mir geht's eher darum, überhaupt zu danken, weil es keine Selbstverständlichkeit ist, komplett bekocht zu werden. Lässt sich hier herausfinden, was der Kern von Erziehung ist? Die Jugendlichen sind pädagogisch eine Herausforderung. Aber dafür sind ja hier auch Profis am Werk und nicht emotional abhängige Eltern. Mittagessen, gemeinsames Essen, ist das wichtig, sowas? Wie findet ihr das? Ja, hier schon. Also, ja. Dass wir einfach alle nach der Schule mal ein bisschen zusammenkommen und mal kurz reden einfach. Sie sind im Endeffekt dann wie eine Familie. Ja, dass man einfach sich jeder mal sieht, was einfach erzählt, kurz, jo, Tag war scheiße, Tag war cool. Das heißt, ihr habt euch gern, oder? Ja, mal so, mal so. Also ich könnte aufs gemeinsame Essen verzichten. Ich wäre am liebsten den ganzen Tag in meinem Zimmer. Egal wie verhaltensoriginell die Jugendlichen seien, so sagen sie hier, in jedem von ihnen ließe sich etwas entdecken. Eine Fähigkeit, ein Talent, eine Stärke. Und daran müsse man anknüpfen. Aber dabei die Grenzen nicht vergessen. Januar ist halt, wenn ich rausgehe, kriege ich Ärger. Wenn ich Ärger kriege, bestreite ich mein Ziel, will ich das. Und dann ist es ein Abwägen. Und ich glaube, dass das für seine Entwicklung ein ganz, ganz normaler Schritt ist. Vielleicht ein wenig später dann, was das angeht. Aber es tut ihm gut. Hier ist es auf jeden Fall strenger. Das sage ich, aber in gewissem Maßen tut mir Strenge schon gut. Er hat hier eine ganz stabile Beziehung zu jedem Betreuer. Und dann, wenn es mir bei dem Betreuer gut geht, dann will ich den nicht enttäuschen. Und ich möchte nicht streiten. Wenn ich den Erzieher nicht mag, dann suche ich den Konflikt. Ja, ne? Und dann schaue ich auch, dass es mir egal ist, aber dem Jan geht es hier gut. Und sogar in der Schule hat er jetzt Erfolg. Klare Regeln, Konsequenz, vor allem aber akzeptieren die Jugendlichen die Autorität der Betreuer. Wie sollen das gestresste Eltern schaffen? Fahrt nach Dänemark, wo Erziehung schon immer etwas lässiger daherkam. Worauf setzt man hier? Geduld ist das Wichtigste. Eis und schönes Wetter am Strand. Grenzen setze ich nicht. Liebe ist wichtig. Gut zueinander sein. Bestimmt alles richtig, nur wie schafft man es, dass Kinder mitmachen, wenn die Sonne nicht scheint und es kein Eis gibt, wenn es ohne Belohnung gehen muss? Hier oben in Odder wohnt Jesper Juhl, der Guru unter den Familientherapeuten und Erziehungsratgebern. Jesper, große Freude, Sie zu treffen. Eltern seien in einer Falle gelandet, meint Juhl. Sie glaubten, immer alles richtig machen zu müssen, immer perfekt zu sein. Aber anstatt sich zu verbiegen und immer nett zu sein, müssten Familien etwas ganz anderes entwickeln. Kinder glauben ja ab Geburt, dass mein Papa kann alles. Meine Mama kann alles, immer. Und das müssen die innerhalb, also im Alter vom ungefähr 2 bis 6, 7 lernen, so ist es nicht. Wir können nicht alles. Und dafür braucht man was ganz, ganz Neues. Man braucht nicht autoritär zu sein, man muss seine persönliche Autorität finden. Wenn Sie nur autoritär sind, dann werden Sie entsorgt. Autoritär würde heißen, du machst es. Du machst es, weil ich dein Vater bin, weil ich deine Mutter bin, weil ich es weiß, Punkt, aus, so ist das. Weil ich es dir befehle im schlimmsten Fall. Ja? Und weil ich es unter Umständen sogar mit mehr oder weniger Züchtigungsmaßnahmen verbinde. Und wie werde ich zur Autorität? Zur Autorität werden Sie damit, dass Sie sie sind. Indem Sie das in Ihrem Leben vorleben. Indem Sie eine Haltung leben, und die Zuverlässigkeit, Konstanz, Konsequenz signalisiert und nicht nur vorgibt, sondern lebt. Eltern müssen unbedingt lernen, Nein zu sagen. Freundlich, aber mit Power. Weil sonst geht's nicht. Man kann nicht immer vielleicht sagen. Aber es setzt voraus, dass Kinder dann auch mitmachen, dass die kooperieren. Nein, nein, nein. Kinder sind Kinder. Und das heißt, Kinder reagieren kindlich. Und wenn man Nein sagt, dann werden die frustriert.
Das muss so sein. Sie müssen eins denken, und das ist Evolutionsbiologie. In freier Wildbahn orientiere ich mich an ihnen. Und woran orientiere ich mich? Es geht um mein Überleben. Und dann bewerte ich sie. Ich bewerte sie natürlich darauf, ob sie schutzgebend sind, ob sie kompetent sind, ob sie zuverlässig in ihren Entscheidungen sind, ob sie die Realität rundherum richtig einschätzen oder ich besser selber möglichst schnell lerne, auf einen Baum zu klettern. Okay, verstehe. Statt immer nett zu sein, Grenzen markieren, so authentisch wie möglich sein und vor allem Werte vorleben. Leichter gesagt als getan. Das ist überhaupt nicht mein Sofa. Nee, du sollst dich konzentrieren. Hier drehst du nicht, du drehst nur da. Dein Schläger guckt nicht links oder rechts, der guckt genau gerade. Erziehen zwingt zur Wahrhaftigkeit, konsistent sein in seinem Verhalten. Nicht immer das Leichteste. Wie macht das der Profi? Rotze. Fünf. Man muss echt sein. Also ich bin so, wie ich bin und so gebe ich mich den Jungs gegenüber. Ich verstell mich nie. Ich bin immer echt, ich bin immer ich. Und mir ist es ganz wichtig, die Jungs sollen mich so kennenlernen, wie ich bin. Also der Bassi macht im Moment eigentlich alles für mich, was ein Vater eigentlich auch machen würde. Und redet Tacheles mit dir? Ja, also der Basti, der ist streng, aber der ist sehr ehrlich und fair. Der Jan weiß um seine Baustellen. Und wenn man sich Zeit nimmt, sich in Ruhe mit ihm hinsetzt und sagt, Jan, du weißt doch viel besser, wie es dir geht, als ich es tue. Dann sag's mir doch. Ne? Ich würde es gern wissen. Ich will tatsächlich wissen, wie es dir geht. Ich will tatsächlich wissen, wo möchtest du hin. Dann sagt er das einem. Und dann kann man ihn auch ganz offen fragen, wo würdest du dich gerne unterstützen lassen? Wo ist mein Part? Und auch das sagt er einem. Also ich und der Basti sind auch schon aneinander geraten, aber einen Tag später, also in seinem nächsten Dienst, haben wir uns schon wieder in den Arm genommen und haben gesagt, dass alles gut ist. Da haben sich zwei gefunden. Ihre Beziehung funktioniert. Aber reicht das? Schließlich müssen Kinder bei uns auch Leistung zeigen. Ein Fall für Leibovici. Unsere Gesellschaft sei verlogen, meint sie. Was wir leben, ist eine Erziehungslüge auf dem Rücken unserer Kinder. Wir sagen nämlich unserem Kind, solange es klein ist, sei frei, mach, was du willst, probier alles aus. In jeder Handlung könnte ein Talent verborgen sein. Ich will dich grenzenlos fördern. Aber wir stehen sozusagen hinter der Ecke und warten, dass daraus ein Einstein oder Bernstein werden solle. Ja? Denn wir wissen sehr wohl, am Ende ist Leistung gefordert. Ja. Und dort liegt nämlich dann das Problem begründet. Und dort wird es eben inkongruent in Wirklichkeit, die Botschaft, die wir unseren Kindern geben. Wir sagen, mach, was du willst. Und ganz leise sagen wir, aber sei erfolgreich. So, dann schauen wir doch mal, wie das ist in Ländern, die ganz offen auf Leistung setzen. Willkommen in Korea, Lost in Education. Ein Land, das regelmäßig einen Spitzenplatz bei den PISA-Tests belegt. Besuch an einem privaten Gymnasium in einem Vorort von Seoul. Hi. Hallo, ich bin Ingolf. Hello. I'm Ingolf. Ich bin Su Kayong. Oder einfach Su. Su, Su, that's easy. Hi. Ich bin Min Jae. Min genügt. Min and Su. Min und Su. Und ihr seid die beiden, die wir heute begleiten dürfen, um herauszufinden, wie das Schulleben in Korea so ist. Und was sagt ihr? Es ist anstrengend. Wir sind in der dritten Stufe. Das ist die 12. Klasse in Deutschland. Aber es ist okay. Es ist okay. Was ist so anstrengend? Naja, wir haben 12 Stunden Schule. Und dazu kommen noch Hausaufgaben. Wie viel Zeit bleibt euch zum Schlafen? Ja, zwischen 5 und 6 Stunden. Reicht das? Naja, wenn wir viele Hausaufgaben haben, sind es sogar nur 4 Stunden. Es bleibt nicht viel Schlaf. In Deutschland interessieren sich Mädchen in eurem Alter für Jungs, Klamotten oder Musik. Was sagt ihr denen? Das interessiert uns auch, Jungs, Kleider, Musik. Wir versuchen nur mehr zu lernen, denn das ist das, was unsere Eltern und die koreanische Gesellschaft von uns erwarten.
Das klingt ja schon mal vielversprechend. Klar, dass die Schüler im zeitsparenden Internat leben. Denn wie lautet ein beliebtes Sprichwort hier? Wer 5 Stunden schläft, fällt durch. Nur wer 4 Stunden schläft, kommt an die Uni seiner Wahl. Unterricht. Deutschunterricht. Macht dir das Spaß? Ja. Ja? Ja. Gut. Hier? Die Uni der Wahl. Das ist eine der 3 Top-Universitäten Südkoreas. Die sogenannten Sky-Unis. Sie zu erreichen, ist für die Schüler hier alles, was zählt. Denn wer dort studieren darf, hat es geschafft. Ausbildung, Berufsleben, Karriere, alles hängt am Zugang zu den Spitzenunis. Sogar auf dem Heiratsmarkt hat man damit bessere Karten. Das Lebensglück, so glaubt man hier, hängt vom Schulerfolg ab. Und darum wird gebüffelt. Doch warum machen die Kinder da eigentlich mit? Sus Mutter sagt, sie habe ihre Tochter nie Druck gemacht. Ob Nachhilfeakademien bis Mitternacht, Einzelunterricht oder Privatschule, Sue wollte das alles selbst. Was meine Kinder sich gewünscht haben, habe ich ihnen erfüllt. Ich habe sie nie gezwungen oder gedrillt. Gut, wenn sie mal zu faul waren oder unverschämt, habe ich mit ihnen geschimpft. Ist Bildung teuer in Korea? Ich habe für die Ausbildung meiner Kinder wirklich sehr viel Geld ausgegeben. Wenn ich sie auf staatliche Schulen und normale Standard-Nachhilfeakademien geschickt hätte, wäre es viel günstiger gewesen. Aber es war mir nun mal wichtig, sie so zu erziehen. Aber ich kann Ihnen auf gar keinen Fall verraten, was für ein Vermögen ich insgesamt in die Ausbildung meiner Kinder stecke. Und nicht nur Geld, auch alle Zeit wird in den Erfolg der Kinder investiert. Helikoptermütter in Korea warten täglich stundenlang, um ihre Söhne und Töchter zwischen Nachhilfeakademie und Privatunterricht hin und her zu chauffieren. Wer wollte seine Eltern da enttäuschen? Welches Kind wäre noch frei in seinem Verhalten? Meine Mutter hat mich schon manchmal gedrängt, zu arbeiten oder zu lernen. Aber das tat sie ja nur, um mich zu motivieren, wenn ich gestresst war. Ich studiere für mich. Ich will mehr Wissen haben. Und gleichzeitig möchte ich die Bedürfnisse, die Erwartungen, die die Gesellschaft an mich hat, erfüllen. Ich will eine Person sein, die in die Struktur der Gesellschaft passt. Wir haben Ziele und Wünsche für unsere Zukunft. Und wir müssen jetzt studieren, um es in der Zukunft besser zu haben. Die beiden scheinen den Leistungsdruck gut abzukönnen. We're going to Naemdun Market. Aber warum dürfen sie nicht einfach unbeschwert Kind sein? Ja, that's what it's called. Namdaemun. Ja, alles nicht so leicht hier. Und Erziehung ist eben auch ein Spiegel der Kultur. Leistung zu zeigen, besser zu sein als andere, ist das dominierende Lebensgefühl hier. Bildung ging in Korea schon immer über alles. Diese Korea-Beispiel sagt nur eines. Kinder machen alles mit, was die Eltern wollen und Gesellschaft wollen, das machen Kinder mit. Ist das gut für die Kinder? Das wissen wir nicht. Das wissen wir nur, wenn die 40 Jahre alt sind und darüber bereit sind, darüber zu reden. Dann wissen wir es. Aber Kinder passen sich unheimlich viel an. Also fragen wir doch einen, der viele Jahre brav im Hamsterrad mitstrampelte, bis er merkte, dass etwas nicht stimmt. Suhan machte etwas Unerhörtes. Er verließ den Traumarbeitgeber Samsung. Ich hatte alle Ziele erreicht, die meine Eltern und die Gesellschaft von mir verlangten. Und dann, nachdem ich eine gute Uni absolviert hatte und bei einer guten Firma gelandet war, habe ich gemerkt, das ist ja gar nicht das, was ich will. Was ist das eigentlich, Leben? Und was möchte ich in meinem Leben wirklich tun? Nun, Suhan hat eine eigene Schule für Aussteiger gegründet. Das Land hadert mit seiner Erziehung. Der Leistungsdruck ist in die Kritik gekommen. Korea versucht, einen Gang zurückzuschalten.
Was mich wirklich schockiert hat, sind die vielen Depressionen unter Schülern und sogar Suizide. Es ist die höchste Zahl in allen OECD-Ländern. Die Schüler denken, sie wären nur so viel wert wie ihre Noten. Die Testergebnisse würden ihre Identität ausmachen. Sie erklären sich selbst durch Schulleistungen. Das ist sehr traurig. Also, was wird aus uns, wenn wir alles erfüllen, was unsere Eltern von uns erwarten? Macht uns das zu glücklichen Wesen? Die Antwort ist eindeutig nein. Tschüss, Korea. Was nehme ich mit? Kinder lassen sich zu allem bewegen, Leistungsdruck kann viel kaputt machen und Erziehung wirkt ein Leben lang nach. Das Schicksal der Kinder liegt eben doch in unseren Händen. Aber vielleicht eher in der Freiheit, die wir ihnen lassen. Die Weißgerbers sind mit ihrer antipädagogischen Haltung ein echtes Gegenprogramm. Soll ich auch mal? Ich will auch mal. Verantwortlich fühlen sich die Eltern. Bevormunden wollen sie nicht. Die können ja Fernsehen gucken, wann immer sie möchten quasi. Da mache ich ja keinerlei Vorgaben, wenn wir hier zu Hause sind. Und von daher gehen die da auch ganz locker mit um und verantwortungsbewusst, wie ich finde. Passiert auch manchmal, da machen die den Fernseher von selber aus. Aber das Verrückte ist ja, darauf zu vertrauen, dass das bei so kleinen Kindern schon funktioniert. Ja. Das geht halt mit meiner Grundhaltung konform. Ne? Es ist ja nicht, dass ich von Anfang an gesagt habe, juhu, die dürfen Fernsehen so viel, wie sie wollen. Das hat sich bei uns auch so entwickelt, weil ich einfach gemerkt habe, okay, es schadet ihnen nicht. Wer weiß, was aus den beiden wird. Ob sie eines Tages ihren Eltern mehr als andere auf der Nase rumtanzen? Den eigentlichen Kern von der Erziehung bekommen sie jedenfalls zuhauf. Ständigen Austausch und viel miteinander. Kinder haben nur einen Wunsch im ganzen Welt, ihre Eltern glücklich zu machen. Statt Belohnung und Drohung und so weiter gibt es nur eine Alternative, das heißt Dialog. Die Erwachsenen müssen sagen, das will ich. Und dann, wie geht's dir damit? Und wenn das funktioniert, dann machen Kinder alles mit. Ist das der Weg aus der Erziehungskrise? Kinder ernst nehmen, sich selbst und seine Bedürfnisse aber auch? Grenzen ziehen, um Kinder und Eltern zu schützen? Besonders wichtig erscheint mir, dass Eltern großzügig mit sich sind. Richtige Erziehung gibt es nicht, schon gar keine perfekte, so gut wie möglich reicht. Der Einsatz lohnt sich. Nur so werden wir eine empathische Gesellschaft in der Zukunft. Wir müssten erkennen, dass Kindheit eine besonders weichenstellende und besonders schützenswerte Phase ist. Und wir müssten eine Art Verträglichkeitsprüfung durchführen, ob diese Gesellschaft wirklich Kindern artgerechte Aufwachsbedingungen bietet. Und man müsste richtig eingreifen, man müsste richtig nachdenken, welche Interessen man hier eigentlich schützen sollte. Und dafür hat Politik nicht genug Mumm in den Knochen? Vielleicht hat sie noch nicht hingeschaut. Aber wenn sie hinschaut, wird sie sich's trauen, hoffe ich. Die Kinder sind's wert.